Hallo meine Lieben und Hallöchen an die Duolanten-Crew. Wir wollen ins Decadent-Menü gehen. Und hier seht ihr schon mal das Zombie Invoked Deck Profile. Ja, es geht los mit zweimal Garnet, eine Snow, ein Gozuki, drei Mizuki, ein Tricklown, ein Damage Juggler, ein 1000 Blades, drei Alistair, zwei Solitär, zwei Unizombie, 3 Scorpions, eine Cobra, 3 Lonefire, 3 Ghost Ogre, eine Seelenlast, 3 Terraforming, 2 Invocation, eine Monster Reborn, 3 Brilliance, 3 Magical Meltdown, 3 Solemn Strike, 1 Solemn Judgment und 1 Solemn Warning. Und im Extra Deck spielen wir einen Boxy Dragon, Mrs. Radiant, den Kurios, Invoker, Abyss Dweller, Babuska, Tornado Dragon, zweimal Omega, einmal den Bielze, ein Seraphnid, ein Purgat Trio, zwei Mechaba und den Elysium. So, und kommen wir mal kurz darauf zu sprechen, warum ich welche Karten spiele. Fangen wir mal vorne an mit dem Garnet. Wir spielen hier erstmal 45 Karten. Ist halt so, man will halt viel Stuff spielen und alles, und desto mehr man spielen will, desto mehr muss man auch hochgehen, leider. Auf jeden Fall hatte ich das Deck halt mit 40 Karten getestet alles und habe mir dann später gedacht, gut, ich muss halt noch ein bisschen höher gehen, weil ich halt noch ein paar Plays drin haben will. Und da habe ich dann noch die drei Seelen, Terraforming. Plus die eine Monster Reborn und den Damage Juggler, was ich da noch dazu geändert habe. Das waren die fünf Karten, die noch dazugekommen sind. Jetzt fangen wir wirklich mal an ganz vorne, nämlich mit dem Gem Knight Garnet. Wir spielen hier deswegen zweimal, weil wir nicht bricken wollen. Es gibt wirklich Momente, da habe ich mit 40 Karten gespielt und hier einen Garnet. Du hast ihn bei Yu-Gi-Oh! Pro immer auf der Starthand. Das ist. Es ist scheiße, ganz ehrlich. Dass man diese Karten, die man als One-Off spielt, vor allem so eine Karte wie ihn hier, auf 1 zieht. Das ist richtig blöd. Dann habe ich eine Snow. Ich finde, bei der Menge an Karten, die wir spielen, und vor allem auch bei dem Speed, den wir vom Deck in den Friedhof reinlegen haben und alles, reicht eine aus. 2 ist zu viel. Und 3 ist eindeutig zu viel. Dann haben wir hier einen Gozuki. Der Gozuki, der will halt, wenn man ihn beschworen hat, kann er in der Main Phase einen Zombie-Monster in den Friedhof reinschicken. Und wenn diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, dann kann man ein Zombie-Monster banishen vom Friedhof. Und kann dann einen Zombie-Monster von der Hand beschwören. Das heißt, man kriegt einen toten Mizuki oder so aus der Hand zum Beispiel beschworen. Oder einen toten Solitär oder einen toten Unit-Zombie, den man halt gerade auf der Hand rumliegen hat. Ja, Trickclown und Damage Juggler sind für den First-Turn-Play mit der brillanten Fusion gedacht. Also erst Lonefire, dann zum Beispiel die Scorpion in abwerfen, dann Cobra, dann brillante Fusion. Oder eben erst brillante Fusion und dann eben den in Friedhof freilegen, sich den auf die Hand suchen und so weiter. Kann man einiges machen. Jetzt einige schöne Plays. Dann haben wir hier natürlich noch den Shiranui Solitaire, den will man meistens als zweite Normes haben benutzen, wenn man es kann. Einfach mal, weil Wegtributen, Unizombie rausholen, Synchro Play machen zu Omega oder zu Bietze. Hat man keine Battle Phase, aber es lohnt sich. Also mit zwei Omegas auf dem Feld, ordentlich. Der Rest ist selbsterklärend. Bei zwei Invocations habe ich mir gedacht, ja, lieber zwei ist besser. Brillante habe ich auch mal auf 1 getestet, ist aber nicht so toll. Und den Rest hier haben wir hier zum Back Row und auch zum bisschen Kontern. Ja, muss ich jetzt noch irgendwas erwähnen? Genau, zum Kurios. Den beschwört man hier meistens mit drei Erdemonstern, weil da hat man meistens den Misostrahler, den, die Seraphnid
Und einen Mizuki zum Beispiel aus dem Grave War sagt man meistens. Und den Invoker. Damit habe ich das zum Beispiel oft gemacht. Ist schon ganz ordentlich. Der legt was in den Grave und ist natürlich zum Begräbnis. Weswegen das hier dann später auch in Zeit reingegangen ist. Weil du hast hier natürlich das Begräbnis, was du immer aus dem Exalec raus benutzen kannst eigentlich. Was auch schon wieder deutlich besser ist als das. Ja. Wahrscheinlich werden sich einige fragen, warum ich Terraforming auf 3 spielen wollte. Du willst halt wirklich mit brillante Fusion und Terraforming/Alistar starten, weil du willst folgenden Play haben. Nämlich erst brillante Fusion, den ganzen brillante Fusionsstuff und alles machen. Und dann möchtest du ja natürlich noch mit dem Alistar, möchtest den Normalen, die Invocation suchen. Und dann hast du dir ja zum Beispiel den Dreckclown auf die Hand gesucht, meistens. Oder hast auch schon was vom Gegner, was du irgendwie fusionieren kannst. Und holst den halt Mechabar raus. Und dann liegt das halt in deinem First Term so aus, besser sieht es so aus, dass du dann den, du hast dann den Lotus Radiant, den Mechabar hast du dann meistens. Und wenn es wirklich gut läuft, hast du noch Birze oder Omega auf dem Feld. Oder eben Tornado Drache oder Bambuska, je nachdem, was du halt First Time bauen möchtest. Das ist also schon mal ganz ordentlich. Ja, und das Ganze ist halt ein Deck, was auf mein Budget halt angedacht ist und alles. Eine High-Budget-Variante kann ich davon auch noch machen. Ja, mal gucken, wann ich die mal vorstelle, weil der arbeite ich nämlich auch noch so ein bisschen. Ja, und das hier unten sind hier eigentlich nur noch Ideen, was halt noch so reinkommen kann. Ansonsten läuft das Deck eigentlich sogar ziemlich ordentlich. Ich bin sehr zufrieden mit der Deckliste. Ja, und deswegen heißt es jetzt auch Ende. Ja. Wir sind schon wieder am Ende angelangt, meine Lieben. Lasst gerne ein Abo da, lasst auch gerne ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und hier kommt ihr noch zum Video, wo wir das letzte Yu-Gi-Oh! Pro-Duell hatten, wo ich mit dem Deck gespielt habe. So, dann haut rein, meine Lieben. Ciao, bis dann.